Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil. Wir sind wohl jetzt, ich würde mal sagen, kurz vor Schluss. Ja, es dürfte jetzt nicht mehr so lang gehen, das Ganze. Der ganze Spaß hier. Aber natürlich ist das eine verbesserte Pistolenmunition, sehr schön. Da komme ich nicht durch. Gehs wechseln. So viel Munition jetzt. Das ist mir fast unheimlich. Bombe. Mikalie. Noch eine starke Gemälde auch, aber ich habe kein Schießpulver. Das ist leider ein bisschen schade. Oh shit. Wasser. Das Mädchen singt. Scheiße, Mann. Jesus Christ. Ach, das Ding stürzt ein, deswegen bin ich da so durchgerusht. Aber warte mal schnell, vielleicht liegt da noch irgendwas rum. Oder auch nicht. Jesus Christ! Ja, das ist ja meine Pistole, meine sind verballert. Bomben. Pass mal auf, bevor ich jetzt da die große Granatenkeule werfe. Also auch mit der normalen Munition. Ja.
mein Freund. Okay, auf geht's. Alter. Da oben ist wohl Big Mama. Alter, leck mich doch jetzt an. Fuck. Fuck, lass mir raus, ihr zwei Fettis. Zwei Fettis. Ja, da sterbe ich jetzt. Da sterbe ich jetzt. Das ist so obvious, dass ich jetzt hier sterbe. Ja, das war so klar. Ich habe mich da in die Ecke zwängen lassen. Das war so klar. Mann. Dicker Moldet. Ja, ich weiß, dass es der dicke Moldet ist, aber ich sag's ja ganz ehrlich. Da bin ich mir mit dem wahrscheinlich sicherer. Leck mich doch. Lad halt nach. Fuck it. Boah. Mistvieh. Verkackt es. Brennerfeststoff. Das ist schön, dass ich Leute Brennerfeststoff finde. Okay. Festbrennstoff. Ja, ich hab Brenner. Meine Güte, das ist, wenn man krank ist, ja. Dann muss man jetzt wieder husten. Sorry. Deswegen. Des Bergwerks, ganz toll. Oh, das geht noch weiter.
noch weitergeht. Also die Frage ist, wie weit soll es denn noch weitergehen? Fuck it. Jetzt sind wir wieder im Haus? Ja, tatsächlich, jetzt sind wir wieder im Haus. Ganz am Anfang mit der Puppe. In dem ersten Haus. Stationssaal, Zelle. Wieso ich wieder zurück ins Haus gehe, ist mir völlig schleierhaft. Tja, ich muss sagen, weil du infiziert bist, Ethan. Soll ich oben rauf? Soll ich unten raus? Ich gehe mal unten raus. Fuck, aber das ist doch nur ein Traum, oder? Doch nach oben. Ein Versuch wert. Christ!
Wusste ich doch. Fuck. Okay. Dann auf ein neues. Und ich wusste, dass es der alte ist. Ich wusste es. Als sie da so Sase mit dem Kopf verfolgt hat, das war so identisch. Kann ich denn irgendwo ausweichen? Alter Schwede. Fuck it. Albert 1. Los, gib mir Albert die 1. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. So schwer ist doch die Olle gar nicht. Ich
ein neues. Abgeht, ey. Scheiß. Das sieht auf jeden Fall so aus, wie ein Helikopter drüber und ich bin das nicht hier. Dem hier. Redfield. Glad we found you. Oh, Alter. The fuck took you guys so long? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing
Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia the first time. But now I've lost her again. And the only other door I can see is closed. Wenn jetzt hier der Abstand noch kurz läuft, möchte ich mal kurz mein Fazit noch zu dem Game geben. Es ist ja das erste Mal, dass ich seit Resident Evil 1 Resident Evil wieder gespielt habe. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr gut. Wenngleich auch der Ekel- und Gruselfaktor abnimmt, je weiter man im Spiel kommt. Also ich hätte vielleicht erwartet, dass ein bisschen mehr Scare-Jumps dann gerade auf dem Schiff einfach mal passieren. Man hatte irgendwie nicht mehr so die, keine Ahnung, also die ersten 2-3 Stunden hatte ich richtig Muffen im Game. Richtig Muffen. Ich glaube, die ersten zwei Folgen habe ich halt mit Licht angespielt, weil ich es halt gar nicht verpackt habe. Naja, letztendlich ist das Spiel aber trotzdem sehr, 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 sehr gut gewesen. Ich kann es definitiv weiterempfehlen, ja. Und jetzt genießt noch die Credits und das war's dann von meiner Seite, sobald die Credits aus sind. Ist dieses Let's Play zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und lasst mir wie immer auch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play.